Etwa 6000 Frauen und Männer erhalten jährlich in Deutschland die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Schilddrüsenkrebs gehört damit zu den eher seltenen bösartigen Erkrankungen des Menschen. Ich werde dir in diesem Video erklären, was Schilddrüsenkrebs ist und welche Symptome schon früh auf diese Krebsart hinweisen können. Ich werde dir auch sagen, wie es weitergeht, wenn der Verdacht auf Schilddrüsenkrebs besteht. Am Ende des Videos wirst du wissen, dass es heutzutage viele gute Behandlungsmöglichkeiten für Schilddrüsenkrebs gibt, so dass du eine Therapie, wenn das denn nötig ist, mit Optimismus angehen kannst. Denn in den weitaus meisten Fällen haben die Betroffenen eine sehr gute Prognose. Schilddrüsenkrebs, was ist das eigentlich? Die Schilddrüse ist ein eher kleines und unauffälliges Organ. Sie liegt im vorderen Halsbereich, direkt vor der Luftröhre unterhalb des Kehlkopfes. Die Form der Schilddrüse erinnert an einen Schmetterling, denn ihre zwei Seitenlappen schmiegen sich wie die Flügel eines Falters um die Luftröhre. Die kleine Schilddrüse ist allerdings ein wichtiges Organ. Sie produziert Hormone, die zum Beispiel den Stoffwechsel, das Wachstum und auch die Reifung des Körpers regulieren. Ein wichtiges Element für die Herstellung der Schilddrüsenhormone ist Jod. Die Schilddrüse entnimmt deshalb ständig Jod, das mit der Nahrung in den Körper aufgenommen wurde, aus dem Blutkreislauf und speichert es. Schätzungsweise 3/4 des gesamten Jods in unserem Körper befindet sich in dieser kleinen Schilddrüse. Schilddrüsenkrebs entsteht im Drüsengewebe der Schilddrüse. Je nach Gewebestruktur des Tumors und den Stoffwechseleigenschaften unterscheidet man verschiedene Formen von Schilddrüsenkrebs. Darauf werde ich später noch einmal im Detail eingehen, denn die Behandlung der verschiedenen Formen von Schilddrüsenkrebs unterscheidet sich zum Teil erheblich. Im Vergleich zu den vielen anderen Krebserkrankungen sind Frauen und Männer in Deutschland relativ jung, wenn sie die Diagnose Schilddrüsenkrebs erhalten. Das mittlere Erkrankungsalter beträgt bei Frauen 51 Jahre, Männer sind im Mittel 56 Jahre alt. Wie ich bereits am Anfang sagte, ist Schilddrüsenkrebs eine seltene Erkrankung. Insgesamt erkranken im Jahr 2019 etwa 4000 Frauen und rund 1800 Männer in Deutschland daran. Warum diese Menschen erkrankt sind, ist in den meisten Fällen gar nicht klar. Über die Ursache kann man bei Schilddrüsenkrebs oft nur spekulieren. Man kennt inzwischen aber einige Einflussfaktoren, die, statistisch betrachtet, das Erkrankungsrisiko für ein Schilddrüsenkarzinom erhöhen. Einer dieser Risikofaktoren ist ionisierende Strahlung, also Röntgenstrahlung oder Strahlung infolge von Radioaktivität. Bestrahlung im Rahmen einer Krebstherapie gehören auch dazu. Wer also schon mal wegen eines Lymphoms häufiger am Hals im Bereich der Schilddrüse bestrahlt wurde, hat ein erhöhtes Risiko, später Schilddrüsenkrebs zu entwickeln. Auch die Aufnahme von radioaktivem Jod erhöht das Risiko für Schilddrüsenkrebs. Über andere Risikofaktoren oder Umweltrisiken kann man bis heute nichts Genaues sagen. Deswegen kann man bislang auch nicht erklären, warum Frauen sehr viel häufiger als Männer betroffen sind. Möglicherweise erhöhen früher Jodmangel und gutartige Schilddrüsenerkrankungen, zum Beispiel ein Kropf, das Risiko für Schilddrüsenkrebs. Bei einigen Unterarten von Schilddrüsenkrebs spielen auch genetische Faktoren eine Rolle. Zu den vererbbaren Formen von Schilddrüsenkrebs gehören zum Beispiel die papillären Schilddrüsenkarzinome und die medullären Schilddrüsenkarzinome. Wenn diese Formen von Schilddrüsenkrebs in einer Familie gehäuft vorkommen, machen vorsorgliche genetische Untersuchungen für alle Familienmitglieder Sinn. Dabei prüft man dann, ob bestimmte genetische Veränderungen vorliegen, die das Entstehen von Schilddrüsenkrebs wahrscheinlich machen. Fehlen diese genetischen Veränderungen, sind keine weiteren Vorsorgeuntersuchungen notwendig. Allgemeine Früherkennungsuntersuchungen, wie beispielsweise bei Brustkrebs oder Prostatakrebs, gibt es bei Schilddrüsenkrebs nicht. Sinnvoll sind Vorsorgeuntersuchungen aber für alle, die als Kinder oder Jugendliche im Halsbereich bestrahlt wurden. Sie sollten sich als Erwachsene regelmäßig von ihrer Ärztin und ihrem Arzt den Hals abtasten und die Schilddrüse mit Ultraschall untersuchen lassen. Alle anderen, die kein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkrebs haben, sollten sich zumindest die Symptome merken, die früh auf die Erkrankung hindeuten können. Diese typischen Beschwerden erklären sich vor allem aus der Nähe der Schilddrüse zur Luft- und Speiseröhre und zu den Nerven des Kehlkopfes. Warnzeichen für Schilddrüsenkrebs sind Luftnot, Schluckbeschwerden, Heiserkeit, ein häufiger Hustenreiz, ein Druckgefühl im Halsbereich und oder vergrößerte Lymphknoten am Hals. Sollten diese Beschwerden ohne einen offensichtlichen Grund über Wochen anhalten, solltest du sie unbedingt von deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt abklären lassen. Das gilt auch, wenn sich die Schilddrüse vergrößert und einen Kropf bildet oder wenn sich ein lang bestehender Kropf verändert, wenn er zum Beispiel hart wird oder plötzlich wächst. Bei Verdacht auf eine krankhafte Vergrößerung der Schilddrüse macht man in der Regel als allererstes eine Ultraschalluntersuchung. Werden dabei Knoten gefunden oder eine Überfunktion der Schilddrüse festgestellt, schließt sich ein sogenanntes Scintigramm an. Den Patientinnen und Patienten wird dabei eine schwach radioaktive Flüssigkeit gespritzt, die sich in der Schilddrüse anreichert. Aus der Stärke und der Verteilung der Radioaktivität im Röntgenbild kann man auf die Aktivität des Jodstoffwechsels in den Knoten schließen. Dabei werden heiße und kalte Knoten unterschieden. Heiße Knoten sind besonders aktive Knoten. Bei kalten Knoten läuft der Stoffwechsel im Vergleich zum umgebenden Schilddrüsengewebe eher langsam. Heiße Knoten sind in der Regel gutartig. Bei kalten Knoten kann es sich um Krebs handeln. Sie müssen weiter untersucht werden. Dazu nimmt man mit einer feinen Nadel Zellen aus den verdächtigen Schilddrüsenknoten. Das nennt man Feinnadelpunktion. Anschließend werden die Zellen im Labor unter dem Mikroskop untersucht. Danach kann man in der Regel sagen, ob es Krebs ist oder nicht.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Ergebnisse der Diagnose bestimmen maßgeblich das weitere Vorgehen während der Therapie. Wichtig für die Therapie sind vor allem die Gewebestruktur des Tumors und seine Ausbreitung. Zur Planung der Therapie unterteilt man das Schilddrüsenkarzinom in drei Haupttypen, die man dann noch weiter untergliedert. Die drei Haupttypen sind die medullären Schilddrüsenkarzinome, die undifferenzierten Schilddrüsenkarzinome, die man auch als anaplastische Schilddrüsenkarzinome bezeichnet, sowie die differenzierten Schilddrüsenkarzinome. Bei letzteren unterscheidet man noch zwischen papillären und follikulären Formen. Die Namen musst du dir jetzt nicht merken. Wichtig ist zu wissen, dass sich die Behandlung dieser verschiedenen Krebsformen in einigen wichtigen Details unterscheidet. Die meisten Schilddrüsenkarzinome werden in einem frühen Stadium entdeckt und können deshalb gut behandelt werden. Die betroffenen Frauen und Männer haben da auch eine günstige Prognose. Nach 5 Jahren leben noch etwa 95% aller behandelten Patientinnen. Bei Männern liegt die entsprechende Überlebensrate bei 91%. Im frühen Krankheitsstadium, wenn der Krebs noch auf die Schilddrüse begrenzt ist, kann der Tumor in der Regel gut mit einer Operation entfernt werden. Die Therapie bei Schilddrüsenkrebs besteht deshalb fast immer aus einer Operation. Wenn es nicht ganz kleine Tumoren sind, die auf den Schilddrüsenlappen begrenzt sind, wird dabei meist die gesamte Schilddrüse herausgenommen. Gelegentlich werden dabei auch die umliegenden Lymphknoten mit entfernt. Die Operation an sich ist ein eher heikles Unterfangen, denn unter der Schilddrüse verläuft der Stirnbandnerv und hinter der Schilddrüse liegen die Nebenschilddrüsen, die für den Kalziumstoffwechsel verantwortlich sind. In den richtigen Händen ist das jedoch eher selten der Fall. An die Operation schließt sich meist eine Radiotherapie an. Dabei wird den Patientinnen und Patienten radioaktives Jod verabreicht. Es wird im Körper wie normales Jod verstoffwechselt, das heißt, es reichert sich in der Schilddrüse an. Dieses Vorgehen macht Sinn, weil die Krebszellen anfälliger sind für Strahlung als die gesunden Zellen. Im Idealfall verstrahlt man auf diese Weise die bei der Operation übersehenen Tumorreste von innen. Eingesetzt wird eine solche Radiodbehandlung vor allem beim follikulären und beim papillären Schilddrüsenkarzinom. Bei den meisten anderen Formen von Schilddrüsenkrebs setzt man nach der Operation auf die Bestrahlung von außerhalb des Körpers. Wenn der Krebs bereits über die Schilddrüse hinausgewachsen ist oder Metastasen, also Tochtergeschwülste, an anderen Stellen im Körper gebildet hat, ist das chirurgische Entfernen des Schilddrüsentumors meist keine Option mehr. Bei derart fortgeschrittenen Schilddrüsentumoren kommen deshalb auch Krebsmedikamente zum Einsatz. Das ist zum Beispiel beim anaplastischen Schilddrüsenkarzinom der Fall. Die Verwendung klassischer Krebsmedikamente, die man Zytostatika nennt, wird in der Krebsmedizin traditionell als Chemotherapie bezeichnet. Zytostatika sind Medikamente, die die Zellteilung blockieren können. Zytostatika wirken ungezielt und blockieren alle sich teilenden Zellen des Körpers. Deswegen können einem bei der klassischen Chemotherapie auch die Haare ausfallen. Mit Medikamenten wurden in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Es gibt heute viele neuartige Wirkstoffe, die auch die Behandlung von Schilddrüsenkrebs verändert haben. Beim differenzierten und beim medullären Schilddrüsenkarzinom werden deshalb heute vor allem die sogenannten Tyrosinkinase-Hemmer, abgekürzt TKI, verabreicht. Diese Wirkstoffe sind in der Lage, gezielt in das Kommunikationsnetz der Krebszellen einzugreifen. Dort blockieren sie beispielsweise Wachstumsbefehle und die Krebszellen hören dann auf zu wachsen. Diese Wirkstoffe können aber auch starke Nebenwirkungen haben. Wenn die Lebensqualität deswegen auf Dauer zu stark leidet, bleibt oft nur das Absetzen der Medikamente. Auf weitere Details der Behandlung einzugehen, ist im Rahmen eines solchen Videos nicht sinnvoll. Denn viele verschiedene Einflussgrößen bestimmen, wie eine Therapie im Endeffekt abläuft. Das Krankheitsstadium, die Ausbreitung des Krebses im Körper und auch die genetischen Eigenschaften der Krebszellen müssen berücksichtigt werden. Ebenso auch der gesundheitliche Allgemeinzustand und das Alter der Patientinnen und Patienten. Bei Krebs gleicht deshalb keine Behandlung der anderen. Jede Therapie ist so individuell wie die Menschen, die betroffen sind. Wenn du Schilddrüsenkrebs hast, sollst du dich am besten in einem von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Kopf-Hals-Tumorzentrum behandeln lassen. Dort besprichst du dann alles Wichtige zu deiner Therapie in Ruhe mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.